So, hallo ihr Lieben. Wir stehen jetzt, guck mal, da ist das schöne Pferdchen. Da ist das Pferdchen, genau. Wir stehen jetzt hier in der Wohnung dieser jungen Dame. Hallo. Und hallo, und haben jetzt erstmal einen Schrank ausgeräumt und rausgewuchtet aus der Wohnung, aus einer Altbauwohnung, und werden jetzt ein, wie heißt es, entdecke die Möglichkeiten, IKEA, Regal, nee, Kommode aufbauen. Hemmnis oder wie das Teil heißt, so. mit Schubladen und so. Und wir zeigen euch, das kommt dann nachher. Also ich versuche da mal das aneinander zu reihen hier. Die soll dann dahin kommen, an diese leere Stelle. So. Jetzt verabschieden wir uns mal. Noch geht das alles. Wahrscheinlich sind wir nachher fix und fertig. Fix und foxy. Und schauen wir mal. Ne? Ihr wisst ja, IKEA. Und wir machen das alles ohne Mann, mit einem Schraubenzieher. Und kein Elektroschraubenzieher, sondern manuell. So. Ja, bei der Arbeit. Ich sag euch was. Wir haben hier 1 Million Schrauben und wir mussten uns jetzt einen Akkuschraubenzieher vom Nachbarn leihen. Guckt euch das mal an. Ich hasse IKEA. Und schraubst du einmal was rein mit ein bisschen zu viel Schmackes, platzt das Holz. Das ist ein... Ja. Ist das richtig rum? Muss das... Ja, komm, jetzt mach mal. Sehr schön. Mit Gefühl. Wundervoll. Oh mein Gott. Schreib einen Beschwerdebrief. Ja, genau. Aber ich glaube, das kennen alle. Ich meine, es gibt, glaube ich, niemanden, der noch nie was von IKEA aufgebaut hat. Es ist einfach eine grande Katastrophe. Also, wir sind jetzt gerade am Anfang, ne? Wollte ich nur sagen. Ich sag nachher 8 Stunden später. So, 2 Stunden später, kurz vor der Verzweiflung, aber es wird allmählich, es wird. Ich hab's geschafft. Hast du? Ja. Prima. Oh. Jetzt sind wir mit dem Bus hier fertig. Mutti hat jetzt hier die Opfer dran geklopft. Jetzt drehen wir das Teil um, sind die Schubladen dran. 8 Stunden später, gefühlte 8 Stunden später, ist jetzt Hemmnis zusammengebaut, und dann haben wir noch hier so einen interessanten Beistellregalwagen. Wie hieß der? Wie hieß denn der? Sonne ist da. Steht schon da, wie so ein Heiligenschein, stehst du wohl in der Sonne. Okay, wir können ja das nochmal in die Infobox schreiben. Und nachher gibt es noch ein Bild, wenn alles dekoriert ist. So, ihr Lieben, 8 Stunden später steht Hemmnis und dieses Regal. Wir hatten zwischendurch eine kleine Essenspause, aber jetzt sind wir richtig im Eimer. Ja. So, wir sehen es aus wie die Hansels. Wir sind total im Arsch. Aber das Teil steht, wie gesagt, IKEA. Ne? Wir haben die Möglichkeiten entdeckt und es hat nichts gefehlt. Es ist sogar noch was übrig geblieben. Aber wir haben alles super verbaut und verkürzt. Naja, ein paar Schrauben auch nicht. Ein paar Schrauben auch nicht, aber wir haben fleißig gerödelt bei 33 Grad Außentemperatur und hier drin gefühlte 40 Grad. Es ist vollbracht. So, IKEA. Tschüss.